Okay, hat einige Nora-Krieger ausgeschaltet. Voll krass. Oh, da hinten ist noch einer unterwegs. Was haben wir Schönes dabei? Die mittleren Maschinenkerne, nicht schlecht. Da vorne ist das Missionsziel. Ich mach mal eine richtige Speicherung gerade. Nach 10.3. Ist so. Sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Ja, erstmal bist du sicher, oder? Hast du recht. Oh, der Echo da hinten. Ich bin mal wieder viel zu weit gelaufen, oder was? Ach nee, Breitkopf-Areal. Das ist gar nicht mein Breitkopf. Ruhe dich am Lagerfeuer aus. Alles klar. Unsere Urmutter, gedenke ihrer. Sie war die Beste unter deinen Kindern. Okay. Okay. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Ich auch. Es sind aber noch ein oder zwei davon übrig. Fangen wir dort an, damit sie keinen Alarm schlagen. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Okay. Vielleicht komme ich ja jetzt doch in das Stadion. Kann man das so machen? Okay. Eins der Lager ist schon ausgeräumt. Krieger, es ist Zeit. Zeit zu kämpfen. Zeit zu töten. Vielleicht Zeit. Sterben. Dann geht es zum Metallring. Tür. Das ist echt krass. Neun Tier. Und unsere Feinde zu strafen. Blut vergießen. Ja, ich verstehe, warum die Kriegsherrin ist. Sie ist sehr, sehr begeistert auf jeden Fall vom Krieg. Das merkt man. Auf ein Lager habe ich, glaube ich, schon aus Versehen leer geräumt. Die Festgelegenheit. Dass sie deswegen auch alle hier übernommen sind, weil die so alle verderbt sind, weil das halt von diesen Banditen ist. So, der muss zuerst weg. Schneller Schlag, sehr gut. Neue Pfeile machen. Und dann mal gucken. Und da ist eine. Ich verstehe nicht ganz, warum die nicht direkt sterben mit dem Kopfschuss. Ist das die Maske oder was? Da hat mich einer gesehen, also einer hat was mitbekommen.
Und dann, vielleicht kann ich hier mit dem Stein irgendwie ein bisschen mehr herlocken. Doch nicht. Das war jetzt nicht so fein. Schade. Das ist schöner vorgestellt, aber ich verstehe das mit dem Headshot nicht. Aber es ist voll in die Fresse geschossen und die Maske hält aber diesen Pfeil ab. Ja, ist klar. Urmutter sei Dank, es ist vorbei. Vielleicht brauche ich auch einfach einen anderen Bogen. Habe ich denn vielleicht einen anderen Bogen dabei? Einen richtigen Scharfschützenbogen oder so? Jägerbogen. Machtbogen. Zusätzliche Stoppwirkung. Die Reißfähigkeit zum Abtrennen von Maschinenrüstung und Bauteilen. Dieser leichte Bogen lässt sich schnell nachladen und abfeuern, ist aber weniger stark. Kann modifiziert werden. Was ist denn, wenn ich jetzt hier, guck mal, wenn ich jetzt hier, herstellen, modifizieren, okay. Wenn ich jetzt hier was reinmache, was ändert sich denn daran dann? Handhabung plus, also plus 5. Schaden. Abriss. Lass das mal reinmachen. Feuer muss jetzt nicht sein. Abriss eigentlich auch nicht. Handhabung wäre schön. Ich habe jetzt leider nichts mit Handhabung, wo noch was anderes dabei ist. Abriss und Handhabung.
Ich nehme noch eines Holz. Und dann, ich meine, ich kann ja dieses Ding skillen, wo ich die wieder rausnehmen kann. Da kann ich eigentlich auch noch was reinmachen, ne? Schaden, komm, was soll's. Und dann kann ich die ausrüsten. Der hier war das. Welchen leg ich denn mal ab, den ich nicht benutze, ne? Ein Kaja Jägerbogen. Ich tausche die mal aus. Mal gucken, vielleicht ist der ja. Ist der ja auf längere Distanz besser? Man weiß es nicht. Kann ja sein. So, ich brauche auf jeden Fall hier mein Pferdi wieder. Und dann geht's weiter zum nächsten Lager. Vielleicht muss ich das hier erstmal ausräumen. Gucken, was da drin liegt. Liegt noch irgendwas Grünes? Wüstenglas. Ich habe keine Ahnung, wofür Wüstengläser sind, aber. Oder Schlagscheinglas, was weiß ich, wofür das gut ist. Ich traue mich auch immer nicht, sowas zu verkaufen, kein weil, Platz weißt mehr. Du? Dann verkaufst du sowas und am Ende kommt raus, ja, du brauchst eigentlich 17 davon und dann gibt es keine mehr. Man findet sie nie wieder. Davor habe ich immer irgendwie Angst. Ich weiß, es ist ganz schlimm. Muss immer alles gelootet werden. Alles muss auch dabei gehalten werden. Dabei gehalten werden. Das war jetzt auch richtig gut gedeutscht, muss man mal sagen. Lagern, ne? Tschüss. Hier drin ist das, alles klar. Ich mich doch mal um einen besseren Bogen bemühen. Zerstöre den Alarm. Die Frage ist, wo ist der Alarm, ne? Vorne könnte das sein. Bin ich jetzt von hinten? Alter, leck mich doch am Arsch, ey. Los! Entfessle die Macht des Schattens über ihn. Weg. Zusammenbleiben!
Alter, jetzt bleib doch mal still, Mann! Ach, verarsch mich nicht. Man sollte die Lohhalle nie unterschätzen. Das wird einfach. Du bist erledigt. Oh. Knapp vorbei. Ach, ist so ein Wächter. Ja, komm. Der Wächter ist mir egal. Dafür werde ich nicht bezahlt für den Wächter. Behalten Sie sich überhaupt. Da würde ich nicht nein sagen. Das müssen wir nicht herstellen. Irgendwie gibt's hier nichts. Schade. Na gut, wo ist dann jetzt hier die... Da hinten. Da hinten muss ich hin, okay. Schöner vorstellen. Irgendwie passt die Herangehensweise noch nicht so. Ich weiß auch nicht. Ich komme auch einfach mit der Controllersteuerung diese feinen Änderungen, wenn sich jemand bewegt, das ist so schwer einfach mit dem Controller zu machen. Entweder man braucht mehr Geduld oder eine Maus für die Konsole. Hier ist die Nora. Rede mit Sona. Wo ist denn die Gute da vorne? Mit den Lagern lief es gut. Und jetzt zum Metallring. Ja. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf. Wenn wir entdeckt werden, unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Ja, Val, du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Hat sie doch so ein bisschen Gefühle für ihren Sohn? Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Geht jetzt. Am Ende stirbt der Wal auch noch. Das wäre echt bitter. Okay, er geht vor. Na gut. Ich dachte, ich habe die Idee, aber was soll's. Ich sammle noch ein bisschen was ein. Ein paar Pfeile bauen. Du hast einen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Val. Du wirst es gleich sehen. Hat sie jetzt über das Panorama rausgefunden? Oder woher hat sie jetzt die Info? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ach, jetzt kann ich hier hochspringen. Ja, na toll. Ach, ja. Es sind so hier und da so kleine Bugs, gerade was das... Nimm meine Hand. Was den Sound angeht, aber... Es ist nicht so schlimm. Es stört nicht so sehr. Suche Metallring. Ein Blick auf die Lower. Nimm du den da rechts. Wen da rechts? Und sie soll einen killen, oder was?
Ich hätte mal fast einen Arm an einer Maschine verloren. Okay, sehr gut. Ich wusste nicht, ob ich drauf springen kann, deswegen habe ich es einfach mal geschossen. Ich übernehme den linken. Die Arbeit ist hart, aber der Gedanke, dass wir uns zurückholen, gibt mir Kraft. Ist hier der Schlag? Sehr gut. Wüstenglas und eine Kiste, sehr schön. Ich schnapp mir gerade nur das, was der dabei hatte. Metallscherben. Kann nie genug Metallscherben haben. Alles muss mitgenommen werden. Loot tut gut. Sagen, es ist echt cool, hier jetzt gerade so durchzuschleichen, so richtig durchzuschleichen. Noch zwei. Nimm du den linken. Ich hätte das Alarm sein müssen, oder? Jetzt hier rumspaziert, weißt du, so gar nicht mehr irgendwie in. Gar nicht mehr geduckt oder sowas. Ja, ist doch keiner mehr da. Sei selbstsicher daher. Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Val. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Auch der Plan gewesen. Dieses Vieh hier erstmal. Das werde ich nicht los, das ist das Problem. Das darf nicht kommen, wenn ich hier ankippe. Und der da oben darf auch nicht sehen, verdammt. Da killen. Ich wurde entdeckt. Ich muss schnell zu der Lohe. Ganz fein. Oh Mann. Diese Scheiße. Dieses fette Vieh. Das kannst du halt auch nicht einfach mal so ausschalten. Kannst dich nicht dran ranschleichen und einfach mal so. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Dieses Vieh ausschalten, das geht nicht. Wie viel ich brauche für einen stillen Schlag, weiß ich auch nicht. Die Frage ist, wie komme ich an dem Tier vorbei? Passiert hier als im Kreis. Natürlich gucken, wie ist das für ein Stein werfen. Das war doof. Was war das? Was? Das könnte meine Chance sein.
Frage ist, wie weit komme ich jetzt, unentdeckt zu werden? Ich muss nur richtig auf die Lure zielen und schießen. Ich werde noch wahnsinnig. Alter. Wie habe ich das hier durchgeschafft? Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Okay, Panik ist definitiv keine Option. Das habe ich jetzt festgestellt. Von hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Wie dreist, ey. Okay. Der aber gekillt hat, da bin ich mir nicht sicher. Ist nicht ein bisschen früh gefreut? Treff doch mal. Okay, ich müsste hier erstmal irgendwie betäuben. Hier mit Elektrokraft. Denn, Assi. Was soll das? Alter, Mann, so wenig Heilkräuter nur noch. Oh, sehr gut. Urmutter, siehe unseren Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt.
Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen. Es ist vorbei. Okay. Die werden niemanden mehr umbringen können. Die Mörder, die Verderbnis. Ich muss wissen, was bei all dem dahinter steckt. Ich folge immer ihrer Spur. Okay. Die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Siegreich mit der Kriegsherrin. Vorne sind noch so zwei Punkte. Ach, das sind. Ah, das sind die verderbten Zonen. Okay, verstehe. Das lasse ich erstmal. Das ist mir noch ein bisschen zu groß. Das Panorama würde ich mir überholen. Sehr gerne. Fertigkeiten. Echt? Haben wir drei Level gemacht oder? Nee, wir haben nur zwei Level. Wir haben vielleicht als Belohnung was bekommen. Beim Zielen R1. Und bei allen Bogenwaffen einen zusätzlichen Pfeil anzulegen. Das ist eigentlich ganz cool.